Guten Abend. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr wird die Situation auf dem Arbeitsmarkt besser. Nur eine konstant negative Zahl gibt es. Knapp 1 Million Langzeitarbeitslose. Wie in Stein gemeißelt. Der Aufschwung ist an dieser Gruppe weitgehend vorbeigegangen. Aber warum? Knut Vetten war 3 Tage lang bei einem Vermittlungsseminar in einem Jobcenter dabei. Selten klare Einblicke. Wir drehen im Vermittlungsseminar für Langzeitarbeitslose in Meißen. Es ist der 3. und letzte Tag. 2 Seminartage fanden bereits vor 3 Wochen statt. Die Teilnehmer hatten Zeit zur Jobsuche. Kursleiter Lars Naundorf befragt Robert Grille. Haben Sie irgendwo nach Stellen geguckt oder Absagen gekriegt? Nee. Wie lange ist Ihr letztes Arbeitsverhältnis her? Ist lange her. Haben Sie einen Lebenslauf von sich mit? Nee, ich habe keinen Urlaub mit. Keine Unterlagen mit? Nee. Was glauben Sie, was ist der Sinn und Grund unserer Veranstaltung hier? Robert Grille bleibt auch im weiteren Gesprächsverlauf wortkarg. Und so ging es vor 3 Wochen los. Lars Naundorf ist privater Arbeitsvermittler seit über 10 Jahren. Für solche Kurse wird er inzwischen bundesweit von Jobcentern engagiert. Ein Profi für verzwickte Situationen. Die Frage ist, wer hat uns dazu gemacht? Ja, wer oder was hat über Jahre dazu geführt, dass wir so klein wieder sind? Viele der 16 Teilnehmer sind resigniert. Lars Naundorf versucht, sie zu motivieren und das Eis zu brechen. Doch er stößt von Anfang an auf Gegenwehr. Erstes Thema, wie optimiere ich meine Bewerbung? Alle hier sind laut Amtssprache Fälle von multiplen Vermittlungshemmnissen. Schon am Anfang ist die Stimmung im Keller. Pausengespräch. Naja, das, was die anbieten, ich weiß nicht. Ja, teilweise ist das immer, man hört immer wieder dasselbe, immer wieder. Aber bringt tut's eh nichts, sonst würde man ja nicht hier sein, wenn es was bringen würde. Dabei ist der Kurs sehr konkret. Thema nun, wie bekomme ich einen direkten Kontakt zum Arbeitgeber? Und jetzt ein erster Lichtblick. Cosima Geißler ruft bei einem Arbeitgeber an. Und die Chancen sind gut. Die umtriebige Kursteilnehmerin wird kurze Zeit später einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Am Nachmittag, kurz vor Schluss. Die Reihen haben sich schon erheblich gelichtet. Wie viele waren noch zum Schluss? 10. Wo sind die alle hin? Erschreckend ist auch die Zahl derer, die heute erst gar nicht gekommen sind. Denn insgesamt waren 32, also doppelt so viele Hartz-IV-Empfänger, eingeladen. Guten Morgen. Oh, ist schon ein bisschen besser als gestern. Tatsächlich gibt es gleich eine gute Nachricht. Ronny Kaufmann hatte sich nach dem ersten Kurstag ein Vorstellungsgespräch organisiert. Nun soll er sogar schon Probe arbeiten. Am Ende war es ein einziger Anruf. Es war einfach mal den Mut zu nehmen, zum Telefon zu greifen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Ja? Ronny Kaufmanns Erlebnis zeigt, wie gut die Lage auf dem Arbeitsmarkt momentan ist. Doch andere wollen das nicht wahrhaben. Der notorische Nachzügler trudelt ein. Ja, guten Morgen. Ja. Winterzeit wurde, ich glaube, im März umgestellt. Die Stimmung wird wieder schlechter. Unterlagen werden nicht, wie verlangt, mitgebracht. An frühere Bewerbungen kann sich zum Beispiel Robert Grille nicht mehr erinnern. Da platzt Lars Naundorf der Kragen. Wenn ich sage, ich habe mich in einem halben Jahr bei 12 Firmen beworben, gerade mal bei 12 Firmen, und die fallen mir noch nicht mal mehr ein. Ich meine, wenn mir eine nicht mehr einfällt oder 2, aber mir fallen alle 12 nicht ein. Was ist da für eine Ernsthaftigkeit dahinter oder was ist das auch für eine Wertschätzung des Arbeitgebers? Jetzt brauchen alle wieder eine Auszeit. Ich habe mir nämlich genau darüber gedacht. Wir lernen in der Pause Kathleen Jura kennen. Lars Naundorf will, dass sie offensiver auftritt, denn sie ist seit 10 Jahren arbeitslos. Der Grund, warum ich arbeitslos bin, ist, ich habe früher Köchin gelernt, auch ausgelernt und bestanden. Aber dadurch, dass ich halt alleinerziehende Mutter bin und meine Tochter nun mal schwer behindert ist, ist es ziemlich schwierig, etwas zu bekommen. Da hilft Lars Naundorf nach und verschafft Kathleen Jura ein Vorstellungsgespräch.
Das ist ja cool. Danke. Klasse. Bitteschön. Wieder am letzten Tag. Heute ist alles anders, denn drei Wochen nach den ersten beiden Tagen in der Gruppe bittet Lars Naundorf nun zu intensiven Gesprächen mit maximal zwei Teilnehmern. Leichter wird es für den Vermittler nicht. Ich habe ein bisschen Durchfall, mir ist schlecht und ich fühle mich heute gar nicht gut. Ich bin auch trotzdem gekommen. Ja. Ich will wieder nach Hause, ich will in mein Bett. Okay. Das ist nicht böse gemeint. Was würden Sie denn dazu sagen, wenn ich einen Job habe? Wo war das in Riesa? In Meißen? Na, Meißen ist ein bisschen schlecht, aber ich will eigentlich immer noch lieber nach Köln. Hallo. Kathleen Jura kommt gerade vom Vorstellungsgespräch und hat eine Probearbeit ergattert. Also sie war ziemlich begeistert. Schön. Ich bin total. Ja, wie fühlt sich das an? Das ist Wahnsinn. Das wäre wirklich Wahnsinn. Das Ende von 10 Jahren Arbeitslosigkeit für Kathleen Jura. Zurück zu Robert Grille, dem Mann, der weiterhin demonstrative Lustlosigkeit ausstrahlt. Wann waren Sie zuletzt auf der Jobbörsenseite von der Arbeitsagentur? Kennen Sie nicht die Seite? Nee. Wollen Sie lieber wieder los? Naja, ich meine, ich will Sie nicht quälen. Sie sollen mich auch nicht quälen. Aber im Moment ist es gequält. Ja. Ne? Sie sehen, Sie wollen die Stellen noch gar nicht mal sehen. Sie gucken hier runter und grinsen in sich hinein. Hm. Ich möchte es gern beenden. Wir haben noch andere Gespräche, auf die ich mich auch noch mit vorbereiten will. Mhm. Ja? Derartiger Unwillen ist auch für Lars Naundorf nicht alltäglich. Aber das könnte Konsequenzen haben, denn der Vermittler wird dem Jobcenter mitteilen, wie sich Robert Grille verhalten hat. Wenn mir klar ins Gesicht gesagt wird, nein, ich möchte nicht, dass Sie anrufen. Ich möchte nicht, dass Sie die Gelegenheit schaffen, dass ich dort ins Vorstellungsgespräch komme. Dann, wenn das jeder so machen würde, wäre mein Job sinnlos. Die nüchterne Bilanz der drei Tage, das Negative, von 32 eingeladenen Teilnehmern kamen nur 16. Am letzten Tag fehlten 4 Arbeitslose unentschuldigt. Die Erfolge, 3 Teilnehmer sind raus aus Hartz IV und haben wieder Arbeit. Kathleen Jura hat eine Probearbeit und nach vielen Jahren wieder eine echte Chance. Und 4 weitere Teilnehmer landeten bei Vorstellungsgesprächen. Wir treffen Kathleen Jura im Januar 2016 wieder. Mittlerweile arbeitet sie beim christlichen Sozialdienst in Meißen, dort, wo sie sich auch vor rund einem halben Jahr vorgestellt hatte. Ich mache einen Bundesfreiwilligendienst. Ja, arbeite halt viel mit Menschen. Gehe halt ganz normal von Montag bis Freitag wieder arbeiten. Macht mir sehr viel Spaß. Eigentlich war bei dem christlichen Sozialdienst gar keine Stelle frei. Die Leiterin suchte extra nach einer Möglichkeit, weil sie Kathleen Jura eine Chance geben wollte. Die Chance hat sie genutzt. Und wir natürlich auch. Das heißt, wie bewährt sie sich bei Ihnen? Sehr gut. Sie hat eine ganz ruhige, besonnene Art, kann sich gut auf die Betreuten einstellen, ist auch sehr freundlich, fragt nach, wenn sie unsicher ist in bestimmten Situationen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, perfekt. Im September fing die Alleinerziehende im mobilen sozialen Hilfsdienst an zu arbeiten. Zunächst befristet für ein Jahr. Im Obdachlosenheim wird sie schon erwartet. Hallo. Hallo. Ja, na, wie geht's? Ja, guti. Guti. 5 Jahre im sozialen Bereich hatte sich Kathleen Jura bereits fortbilden lassen. Endlich Arbeit. Das ist wichtig. Also ich finde es einfach super, ne? Wenn man in dem Sinne gebraucht wird und aber auch dafür anderen helfen kann. Na? Also für mich ist das einfach super. Eigentlich das Optimale für mich. Kathleen Jura hatten wir im Sommer bei dem Vermittlungsseminar von Lars Naundorf in Meißen kennengelernt. Im Auftrag des Jobcenters war Vermittler Naundorf an die Elbe gekommen. Ziel seines Kurses? In 3 Tagen raus aus Hartz IV. Lars Naundorf versucht, die Teilnehmer zu motivieren, das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Gut. Hat sich denn im Übrigen gestern sonst noch irgendwas zwischen gestern und heute bei jemandem getan? Hat sich noch mal jemand hingesetzt und mal in den eigenen Unterlagen geguckt oder andere Dinge? Da, hier. Da. Ich war gestern im Roten Granit. Wo waren Sie gestern? Im Roten Granit. Im Roten Granit?
Was ist das? Arbeitgeber. Ach so, Arbeitgeber, gut. Ja? Ronny Kaufmann hat sich gleich nach der ersten Sitzung ein Vorstellungsgespräch organisiert. Nun soll er sogar probearbeiten. Solches Engagement gefällt dem Jobvermittler Lars Naundorf. Was, Sie haben gestern einfach da angerufen und das hat so schnell geklappt? Oh. Am Ende war es ein einziger Anruf. Es war einfach mal den Mut zu nehmen, zum Telefon zu greifen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Ja? Am letzten Seminartag in 3 Wochen wird Ronny Kaufmann keine Zeit haben, denn er wird arbeiten. Und damit der Erste aus dem Kurs sein, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Wir bekommen eine Information, dass Robert Grille für eine Gemeinde arbeitet. Als wir ankommen, steht er rauchend vor der Tür. Robert Grille erzählt uns, dass ihm das Amt die Hartz-IV-Bezüge komplett gestrichen hatte, 3 Monate lang. Er sei dann gezwungen gewesen, diesen 1-Euro-Job anzunehmen. Daran sei Lars Naundorf schuld, nicht er. Vor der Kamera reden will er nicht mehr. Zurück nach Meißen. Dort treffen wir Thomas Luger. Zufällig an einem Nachmittag. Er hätte Arbeit bei einer Tiefbohrfirma, sagt er. Nicht der Traumjob, aber zumindest sei er runter von der Couch. Hat eigentlich auch bloß der richtige Job gefehlt, sagen wir es mal so. Es war auch nicht der richtige, aber es ist besser als nichts. Wir sind verabredet mit Lars Naundorf bei der Messe Karrierestart in Dresden. Seit ein paar Tagen weiß er vom Jobcenter Meißen, was aus den 16 Teilnehmern seines Kurses letztlich geworden ist. Das Ergebnis ist, dass einmal der Bundesfreiwilligendienst bei rausgekommen ist, einmal eine geringfügige Beschäftigung und 6 reguläre, richtige, versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse heute nach 7 Monaten eingetreten sind. Wie finden Sie das? Phänomenal. Eine Erfolgsquote von 50%. Solche Ergebnisse würden sich viele Jobcenter in Deutschland wünschen.